Wir sind die, die nerdig und mit langen Haaren auf die Welt gekommen sind. In den Pausen habt ihr uns immer verprügelt, aber bei euren PC-Problemen haben wir euch trotzdem geholfen. Alles, was wir über Frauen wissen, haben wir aus der Bravo. Unsere erste große Liebe hieß mit Nachnamen .jpg. Parteipolitik fanden wir bisher so sexy wie das Arbeiten mit Windows. Wenn wir tatsächlich mal nicht über den PC kommunizieren, versteht uns trotzdem niemand, weil wir den Mund immer voller Fastfood haben. Mit 21 haben wir schon 3 Startups in den Sand gesetzt und verdienen jetzt unser Geld mit Online-Poker. Wir sind für eine niedrigere Zeichenanzahl bei Twitter, damit uns am Ende wirklich niemand mehr versteht. Mode? Naja. Dass der deutsche Staat sich für uns interessiert, wussten wir nach unserer ersten Hausdurchsuchung. Unser erstes Auto war ein Mario Kart. Witze, über die wir lachen, müssen wir anderen meist erklären. Zum Friseur gehen wir nur, um ihm eine neue Website zu bauen. Wenn Wikipedia mal ausfällt, sind wir dumm wie 5 Tage altes Brot. Wenn wir ausnahmsweise mal in einen Club gehen, dann nur in den Chaos Computer Club. Unsere erste Sehnenscheidentzündung hatten wir, als Pac-Man auf den Markt kam. Wir gehen niemals ohne unseren Laptop aus dem Haus und Sonnenlicht kennen wir nur von Bildern aus dem Fernsehen. Aber wir würden nie, wie die FDP, den großen Lauschangriff beschließen, die Online-Durchsuchung in ein Verfassungsschutzgesetz schreiben oder wie die Grünen die Möglichkeit zum Abschuss eines Flugzeuges schaffen, biometrische Pässe einführen oder uns bei Abstimmungen über Zensurgesetze enthalten. Klar machen zum Ändern.